Willkommen Leute zu einem weiteren Pokémon Shonopart. Heute reden wir über einen Suspect-Test, der gerade stattfindet. Es geht darum, ob Ursaluna Bloodmond so stark für das OJT ist. Es gibt hier einen wirklich langen Text darüber, warum das Pokémon stark ist. Den könnt ihr euch selbst durchlesen. Aber wir gehen natürlich auf das Thema ein. Am Anfang gab es ja nur das normale Ursaluna wie Pokémon Home für Pokémon Scarlet und Violet kompatibel gemacht worden ist, gab es so Salona am Anfang, was auch im Radar, ob es gebannt werden soll oder ob es einen Suspect Test geben soll. Im Pokémon National Decks ist das Pokémon auch sogar gebannt, aber hier im normalen Gen 9 Meter ist es sogar im Jojo Tier. Also der Hype für dieses Pokémon war groß, aber der ist jetzt nicht mehr da. Aber es ist trotzdem, würde ich mal sagen, immer noch ein gutes ou pokémon und im UU wahrscheinlich auch. Und Game Freak dachte sich so, wisst ihr was? Wie wäre ein spezielles Bladmonosa Luna? Das wäre doch sicher cool. Bladmonosa Luna hat weniger HP, dafür mehr physischen Bulk. Etwas mehr Speed, sogar 2 eigentlich nur. Aber man könnte sagen, es hat mehr physischen Bulk und es hat sehr viel Spezialangriff. Ursalona hat man ja eigentlich meistens nur mit Guts gespielt im Singles Metagame. Wenn wir gleich sehen werden, wenn es lädt. Ja, genau, Schwertanz, Flame Orb, Guts. So hat man es eigentlich meistens gespielt. Es hat immer 6,25% bekommen, pro Runde durch Flame Orb. dafür hat Fassade wirklich sehr viel Schaden gemacht. Aber Blood Moon Ousalona hat auch eine richtig gute Attacke, nämlich Blood Moon. Eine Attacke mit Base Stärke 140, normal, Step 220, also das Pokémon haut schon richtig hart rein, mit einem Spezialangriff von Base 135, es reicht auf Level 100 mit einem Spezialangriffswesen 405 Special Attack und wenn es sich jetzt noch Terra kristallisiert, haut das Pokémon auch noch rein, als wenn man Terra Normal spielt. Dazu hat es auch noch mal ein Boosting Move Call Mind könnte man spielen. Es hat auch eine Recovery mit Moonlight zum Beispiel. Aber was dem Pokémon auch noch mal hilft, ist Vakuumwelle. Das sorgt dafür, dass es King Gambit, wenn es sich jetzt nicht Terra kristallisiert hat, one-Shotten kann. Eine Kampfbrio mit base stecke 40, die King Gambit one shottet Das ist wirklich sehr gut. Wenn du ein Pokémon hast, was King Gambit one-Shotten kann, ist es ein richtig guter Pluspunkt. Dann kann man es mit Full HP, Full Speed spiegeln oder voll physisch defensiv, damit Moon Moonlight und meint sich setupen. Aber das Pokémon trifft auch Golden Go sehr effektiv, denn es hat eine richtig gute Fähigkeit. Also, ich muss sagen, Ocelona Blood Blattmund ist wirklich gut designt worden. Denn mein Eye sorgt dafür, dass wir mit Kampf und normaler Attacken Geist-Pokémon treffen können. So treffen wir mit Blattmund Golden Go oder zum Beispiel auch Dragapult. Normal effektiv und Golden Go sogar mit Vacuum Wave sehr effektiv, was auch nochmal sehr gut ist. So könnten wir ein offensives Golden Go zum Beispiel two shotten was dem Pokémon auch nochmal hilft. Aber es hat ja auch, wie gesagt, noch den Bodentypen, also kann es auch nochmal Earth Power spielen. Ich spiele das Pokémon gerne mit Terra Fighting Vacuum und so macht Vacuum noch mehr Schaden. Eine Sache bei Blood Moon, die negativ ist, die Attacke kannst du nicht zweimal hintereinander spammen, wie die Signature-Attacke von Tinkerton, der Gigaton-Hammer, der base Stecker 160 hat. Aber das ist bei den Pokémon egal, denn meistens drückst du Blood Moon, der hat vielleicht noch ein paar Prozent und mit Vacuum Wave kannst du ihn finishen. Und erst ist ja nochmal auch nochmal stark. Und das Ding tankt ja auch nochmal wirklich sehr viel. Was das Gute bei diesem Pokémon auch ist. Das Pokémon ist doch wie gesagt sehr pulky, dass es mindestens immer eine Attacke überlegt. Solange es jetzt nicht Choice Walking Wake ist und dann kann es die ba kann es sehr viele Pokémon Blood Moon One shot ohne vielleicht nochmal mal Vacuum Wave drücken und Terra Kristallisierung hilft dem Pokémon auch noch mal. Es hat eine Geistimmunität, es hat eine Elektroimmunität. Also Salona ist ein starkes Pokémon. Gegen Hyper Offense Team ist das auch wirklich sehr gut. Im Lead kannst du Ursaluna Blood Moon sehr gut gegen Hyper Offense Team spielen. Du drückst Blood Moon, dann haben die meisten Pokémon noch 1%. Und mit Vacuum Wave finishst du sie zum Beispiel. Was auch nochmal gut spricht. Und Ursaluna ist sehr gut auch in Hyper Offense Team und in Screen Teams. Also in Teams, die Light Green Reflektor haben oder Ninetales mit Aurora Whale. Diese Teams sind besonders stark mit Ursaluna Blood Moon. Also, man könnte zum Beispiel Usaluna mit Choiceback spielen, was ich euch nicht empfehle. würde, denn Blood Moon einmal nur zu drücken ist es nicht so gut. Man könnte es mit Life up spielen, ich habe schon Blood Moon Usaluna ein paar Mal ausprobiert. Hier in diesem Team, in so ein Scream-Team, da habe ich es mit der Citrobeere gespielt. Full HP, Full Special Tech, Blood Moon, Moonblast, Vakuum Wave und Earth Power. Ich muss sagen, dieses Set funktioniert sehr gut. Es wird wie gesagt Blood Moon und getestet. Ich muss derzeit sagen, ich habe das Ding zu wenig getestet. Aber ich verstehe, warum das Ding getestet wird. Es ist sehr stark. Es gibt jetzt nicht so viele Steel Tabs, die das Pokémon wollen können. Also, Blood Moon ist normal. Es resistiert Stahl. Also, also Stahl-Pokémon resistieren die Attacke. Aber Earth Power trifft Empoleon, Golden Go. Heatran, Rachi King Gambit es kann Golden Go Two Shot mit Vacuum Wave es kann King Gambit One Shot mit Vacuum Wave wenn es sich herkristallisiert, ja, kristallisiert Kampf natürlich Terra kristallisieren hilft dem Pokémon auch nochmal. Es kann sich Setup mit Call -Mind. Es hat auf jeden Fall ein paar Dinge, die das Ding stärker machen als Ursaluna. Es bekommt keinen Chip durch Fassade. Es kann in der ersten Runde schon sehr viel Schaden drücken. Ursaluna muss eine Runde warten. Es könnte Schwertens drücken. Aber ja. Die Nachteile, die Ursaluna, das normale Ursaluna, hat, macht Ursaluna Plattenmond so viel besser. Und deshalb wird es gesuspect -testet. Ob ich sagen kann, dass es zu stark ist. Ehrlich gesagt, habe ich zu wenig Erfahrung, dass ich dieses Pokémon gespielt habe oder gegen das Pokémon gespielt habe. Denn ich konnte den Nestmoch jetzt nicht so viel wirklich spielen. Bis wann geht der Suspect Test? Gibt es hier irgendwo Informationen? Bis 6. Oktober geht der Suspect Test. Also, habt ihr noch eine Woche Zeit, um das Pokémon zu probieren, um abzustimmen, ob das Ding zu stark ist. Ein paar Leute haben schon mal abgestimmt. Wir haben hier zum Beispiel äh, ja, die Person Goodstyle sagt, dass es das Ding nicht Ben will. Eine andere Person sagt zum Beispiel Artificial Death sagt, dass, dass das Ding zu stark ist. Er votet also für BAN. Also, ja, es gibt Leute, die für BAN stimmen oder nicht. Ich werde das Ding auf jeden Fall testen und dann kann ich sagen, ob das Ding zu stark ist, für mich zumindest oder nicht. Es gab ja einen King Gambit Suspect Test und für mich war King Gambit broken. Ich mag das Ding nicht. Deshalb finde ich Ursaluna und sehr gut mit Vacuum Wave. Es gibt ja auch noch mehrere Pokémon, die Vacuum durch ein DLC bekommen haben. Was auch nochmal hilft. Aber wie gesagt, dieses Pokémon finde ich ehrlich gesagt. Für das Mate-Game, so haben wir einen weiteren Counter gegen King Gambit und das ist immer gut. Auf jeden Fall werde ich das Pokémon testen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr findet, ob unser Luna Blood Moon gebannt werden soll im OJ oder nicht. Danke fürs Zusehen, bis dann, ciao.